Hallo Leute, bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Bei mir ist der Murph. Hi. Und ich. Und wir. Wo waren wir letztens stehen geblieben? Ah. Wir haben bestimmt mit Bass. Bei Bass. Ja. Und jetzt müssen wir mit Commander Pritch reden. Dann lass uns da mal hin juckeln. Wenn der nicht so weit weg ist. Okay, das. Weit weg. Dann dahin gehen. So, ja, okay, ich weiß wo. Ja. Wir folgen jetzt einfach dem Weg. Dass die alle so einen Gleiter haben. Alle Scheiß-Abonnenten. Ja. Ich muss mal nicht weiterziehen. Wirklich bestimmt cool. Ah. Alter, also ist die Laufanimation keiner. Nein. So. Sieht sich voll gay aus bei dir. Ach komm. Bist du nur neidisch? Bitte. So, das ist eine Leiche, ich dachte schon. Ich kann jetzt noch ein Bilder. Alter, brennen wir jetzt nicht gerade in die verkehrte Richtung? Warte, ich möchte nur kurz dieses Gebiet erkunden, damit wir gucken können. Weil wenn wir da durchlaufen, latschen wir durch dieses Gebiet mit den Heldenaufgaben, weißt du? Ja, wir müssen doch hier zum Bridge und wir rennen nicht zum Bridge. Ich wollte nur den Weg wissen. Aber da war doch kein Weg, oder? War da ein Weg? Durch. Ja, scheiß mal auf Weg. Wir müssen zum Bridge, dann gehen wir zum Bridge. Ah, ich weiß wo lang, glaube ich. Naja. Tja, Leute. Und Pro, du rennst falsch. Müssen wir hier lang? Wir müssen da oben lang. Wir müssen hier lang. Mit Wette und Wette 2. Deine ist Wette 2. Hier ist eine Nebenquest. Wo? Genau wie berichtet, ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut. Voll ekelhaft. Herzlich ein bisschen alt. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drop. Leute, ich muss kurz ein bisschen lauter stellen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drom und Kars beenden. Ja. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf den Widerstand stößt, werde ich berufen. Okay. Aufstand? Ihr geht in euren Aufgaben wirklich auf, oder? Niedere Geschöpfe beherrschen und ihren Willen beugen? Natürlich gehe ich darin auf. Und ihr werdet das auch, denke ich. Die Situation ist folgende. Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Eine Schande für das Imperium, aber eine günstige Gelegenheit für mich. Eine günstige Gelegenheit, um die Sklavenpopulation auszudünnen. Tote Sklaven sind ein Produkt meines Plans, aber nicht das Hauptziel. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell. Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Ein grauenhaftes Experiment. So redest du eigentlich nur. Ihr seid ein wahrer Sadist, Lord Drawl. Bitte, müsst mir nicht schmeicheln. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Jetzt überall sind bewaffnete Sklaven.
Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? Die Sith sollten einander helfen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns beginnen. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt. Er hat einen Assistent. Ich will auch einen Assistent. Der Stecker ziehen ist die Hauptmission, ne? Ja. Dann lass erstmal die Nebenmission machen. Warte auf der Murph. Wenn ich Lord Rawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. Schaffen wir die Angelegenheit aus dem Weg. Ungeduldig? Natürlich seid ihr das. Mein Vorgesetzter weiß schon, wie er sich seine Helfer aussuchen muss. Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Ich verliere sehr schnell das Interesse. Ja. Versteht ihr denn nicht? Lord Rawl schränkt unsere Effektivität zugunsten seiner bizarren Vorlieben ein. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Können wir ihn jetzt töten? Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Ha, ein Jammer. Ihr werdet immer noch eine unbedeutende Drohne des Imperiums. Das mag sein. Aber eine besser bezahlte Drohne mit mehr Verantwortung. Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Ein schneller Tod ist besser. Dieser Aufstand muss schnell und effektiv beendet werden. Deswegen müssen diese Abtrünnigen sterben. Da können wir den alten Sack töten. Wunderbar. Das ist für alle die beste Lösung. Alter! Fast alle. Ich gebe euch die höchste Dosis Quelltoxin. Führt es in das Wasserfiltersystem des Sklavenlagers ein und geht dann wieder zu Lord Rawl. Sie sterben nur so oder so. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen Wasserfilter und Wassertanks zerstören. Wo rennst du jetzt schon wieder hin? Mach den Tank hier. Der ist so schön in der Nähe. Den ersten haben wir. Okay, was ist das? Unten ist einer, ne? Ja. Dann lass da mal. Gute Frage. Leute, ist noch einer. Hab ich euch gesehen. Ich mach schon mal den zweiten Wassertank hier, ne? Ja. Alter, wir müssen 30 von denen killen, ey. Ja. Eigentlich sind wieder schon viele. Ich
du aussiehst mit so einem komischen Flammen. Okay, zurück. Wieso? Weil da hinten dieser Pritsch. Also. Etwas Grünes. Etwas Grünes. Nehmen. So, okay. Mach mal, ich zerstöre den Wassertank. Ja. Ja, was hat mir fallen lassen? Hat den schon zerstört? Wer ist denn der eine hier? Oh, ich will. Oh, jetzt bin ich runtergelatscht. Scheiße. Ich mach das schon. Luma, ruhig weiter. Hier ist noch einer. Oh fuck. Hier ist so ein Special Typ. Ein Goldener? Ja. Hilfe. Wo bist denn du? Junge, er macht erstmal so Macht oder so. Er killt mich. Und ich kann nicht laufen. Okay, ich bin gleich da. Oh, da unten ist auch was. Okay. Ah, jetzt kommt es mir voll weg. So. Den Wasser. Okay, machst du schon. Hier ist nur so ein Filter. Ich werde gehen. Ich brauche noch einen dieser Filter. Zwei. Ein Tank. Ein Filter. Nee, ein Filter und zwei Tanks. Ja, bei mir steht ein Tank. Bei mir steht zwei Tanks. Erlaub, bitte gehen. Jetzt steht bei mir noch ein Tank. Ein Filter. Ich mach schon diesen Filter. Ah, oh, fuck, hier sind ja welche. Okay, aktiviert. Ja, wir müssen nur noch zurücklatschen. Ein Tank steht bei mir noch. Aber? Bei mir ist fertig. Wir warten mal auf mich. Moment, Freund, ja. Na los doch! Wenn wir nächstes Mal eine Pause machen, möchte ich meine Leku polieren lassen. Okay, jetzt zu Growl, ne? Mhm.
Stroll dieser Alte oder ist er? Ich glaube, das ist der Alte. Wir können hier auch links gehen. Da müssen wir nicht kämpfen. Das ist auch hier richtig. Ja, danke. Ah. Oh, fuck. Ich bin falsch gelatscht, natürlich. Ich hab nur gesagt, wir können links gehen. Okay. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert hat. Meine Messungen waren stets exakt. Diese Sklaven sind wohl schwächer, als ich dachte. Sie sterben sofort an dem Quell, das ihr ihnen verabreicht habt. Es tut mir leid, das hören zu müssen. Das ist einfach ärgerlich. All die sorgfältige Planung umsonst. Meine gesamte Forschung war vergebens. Ach, schade. Aber gut. Ihr habt getan, was ich von euch verlangt habe und eure Bezahlung hängt nicht vom Ergebnis ab. Hier, nehmt eure Credits und geht. Ich muss nachdenken. Haha. Was ist das? Lichtschwert. Geil. Was für eins? Das Haupthand. Kriegt ihr an. Jawohl. Haupthand. Nein, das war schwächer als meins. Ja, roter Farbkristall, okay. Warte. Okay, aussehen. Das ist jetzt eh immer das gleiche. Okay, vielleicht die Griffe. Jetzt müssen wir zu diesem Bridge. Oder nicht? Ja. Lass uns mal auf keine Kämpfe einlassen. Schnell und effektiv hier durch. Wir sind Assassinen. Keine Kämpfe einlassen. Wow. Ich bin gerade im Ego hier. Lasst uns wieder etwas anderes tun, okay? Warum leuchtest du eigentlich so rot? Ich weiß es nicht. Du hast irgendeine Fähigkeit bestimmt gemacht. Natürlich, keine Ahnung. Vielleicht durch meinen Fähigkeitsbaum da. Glaube ich eher. Ja, wieder ein paar Nebenmissionen. Ja, die ist hier. Oh, warte mal, ich habe ihn. Seht sie euch da draußen nur an. Sie sind wie Tiere. Hunderte von Sklaven, die keinen Anführer haben und keinen blassen Schimmer, was sie mit ihrer Freiheit anfangen sollen. Oh, wie ich bereits sagte, sind die Sklaven wie Tiere. Aber wir haben ein seltsames Verhalten bei ihnen bemerkt. Meine Vorgesetzten wollen mehr wissen. Einige Sklaven bringen sich gegenseitig um. Wir wissen nicht, ob sie verrückt, hungrig oder verzweifelt sind. Oder ob sich eine Gruppe gegen die anderen gewandt hat. Ein Bürgerkrieg unter den Sklaven könnte nützlich sein. Ja, meine Vorgesetzten denken auch, dass man die Mörder vielleicht manipulieren könnte.
Wir wissen, dass die Tötungen einem Ritual folgen. Die Mörder schleichen sich nachts an, erstechen ihre Feinde und beschmieren sich mit Blut. Wenn ihr da nachforschen könntet, sie auf frischer Tat ertappen, könntet ihr vielleicht etwas über ihre Gründe erfahren. Die Sklaven werden mir ihr Wissen offenbaren. Haltet nach Sklavenausschau, die sich gegen die anderen wenden. Mit Glück bekommen wir so Antworten. Okay. Okay. Warte, ich muss hier noch kurz was verkaufen. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Ich habe erst 2000, ey. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Reden wir auch schon mal Fridge an, oder? Was ist? Reden wir gleich auch schon mal Fridge an? Der hat ja eine Mission für uns. Können wir das alles auf einem Weg machen? Wieso hat er eine Mission für uns? Denke ich mal. Sonst hätte uns Barras ja nicht hier hingeschickt. Eine ganze Gruppe neuer fieser Typen. Genau was. Ungebleicht. Wenn ich so sehe, wie ihr Sklaven tötet und Wirbel macht, wie wär's damit, euch einen Haufen Credits zu verdienen? Einen Moment kann ich wohl erübrigen. Also, Darth Vorthron sitzt im Rat der Sith. Und sein Schüler, Lord Ketz, will aufsteigen. Also fängt er damit an, eine gigantische Statue seines Meisters zu bauen. Aber Lord Ketz will nicht, dass sein Meister davon erfährt. Also holt er seine Sklaven von einem anderen Planeten. Die Sklaven rebellieren und fertig ist der Schlamassel. Ich nehme an, dass ihr nicht beauftragt wurdet, damit ihr Touristen die faszinierende Geschichte des Sklavenaufstands erzählt, oder? Und jetzt wird es kompliziert. Lord Ketz will sein Gesicht wahren, aber im Geheimen. Er ruft also mich und meine Söldner. Als wir ankommen, haben die Sklaven ein paar von diesen riesigen Industriebohren gekapert und stehen im Begriff, die ganze riesige Statue abzureißen. Unser bestes Team geht also mit Sprengstoff rein, um die Bohrer hochzujagen. Die Sklaven bringen einfach alle um. Ich habe einen großen Haufen Credits für denjenigen, der sich die Sprengsätze schnappt, sie an einem Großbohrer befestigt und die Sklaven so lange abhält, bis das Ding hochgeht. Okay. Cool. Und jetzt mit Twitch reden, oder wie? Ja. Ach, komm mal, der Bridge zu euren Diensten. Lord Barras hat mich über euren Besuch informiert. Wie kann ich euch helfen? Was für ein braver Soldat. Lord Barras hat mich immer dafür befunden. Lasst mich euch auf den aktuellen Stand der Lage hier bringen. In letzter Zeit gab es in diesen Gebieten viele Unruhen. Allen voran ein brutaler Sklavenaufstand, bei dem bewaffnete Sklaven den umliegenden Dschungel überrannten. Dann sind Sie keine Sklaven mehr, nicht wahr? Ich muss mich korrigieren. Ehemalige Sklaven. Niemand weiß, dass Lord Barras den Aufstand organisiert hat, um einen seiner Gegner zu schwächen. Und er möchte seine Beteiligung geheim halten. Nun drohen die Anführer des Sklavenaufstandes, Barras Beteiligung zu enthüllen. Es sei denn, sie bekämen mächtigere Waffen. Sklaven, sie sind niemals zufrieden. Aufgrund ausgiebiger Erfahrung kann ich sagen, das ist noch eine Untertreibung. Man sollte glauben, sie wären schlau genug, einen Sith-Lord nicht zu erpressen. Lord Barras möchte, dass ihr genügend erpresserische Sklavenanführer ausschaltet, damit der Rest seine Entschlossenheit verliert. Ich töte jeden, den ich sehe. Gut, dass ich befreit wurde.
Du musst dir keine Sorgen machen, Vett. Die Sklaven sind über das ganze Gebiet verteilt, aber die Anführer versammeln sich gerne in der Nähe des unvollendeten Koloss. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Ganz schön mutig, da rumzusitzen und zu warten, was? Okay. Das ist sein Postenbett. Ich meine ja nur, ziemlich gemütlich. So. Hier können wir dann auch die Folge beenden. Ich glaube, die ist schon viel zu lang. Ja, 25 Minuten. Ach, geht dann noch. Und dann würde ich sagen, ciao Leute und haut rein. Jo.